Die Agora, City des antiken Athens, zwischen Attalos-Doa und Hephaistos-Tempel. Das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum. Städte religiöser und kultureller Feste. Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. Wir begeben uns auf einen Rundgang über die Agora und angrenzende Sehenswürdigkeiten. Um die historischen Hintergründe besser zu verstehen, empfehlen wir das Video zur Geschichte Athens. Die Agora bildete seit dem frühen 6. Jahrhundert vor Christus für etwa 1000 Jahre das Zentrum des antiken Athen. Es ist der ursprüngliche Hauptmarkt, der Ort für die Bürgerversammlungen, bis sie später auf die Pnyx verlegt wurden. Hier ist der Sitz der Verwaltung, der Platz für die Auslosung zu den öffentlichen Ämtern, Ort des Scherbengerichts. Eubulos, antiker Komödienschreiber, berichtet: Auf der Agora könne man alles kaufen. Feigen, Gerichtsvollzieher, Trauben, Äpfel und Zeugenaussagen, Rosen, Honig und Prozesse, Myrte, Verlosungsgeräte, Ringe, Wasseruhren, Gesetze und Beschuldigungen. Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick anhand der Rekonstruktionszeichnung. Die Straßen waren eng, etwa 3 Meter breit, lediglich die Hauptstraßen maßen 4 bis 5 Meter in der Breite. Die Agora schneidende Panathenäenstraße übertraf mit 12 Metern Breite alle anderen. Es war der Weg, auf dem jährlich der Festzug zu Ehren des Geburtstags der Göttin Athena stattfand. Er startete im Töpferviertel Keramaikos und ging dann über die Agora hinauf zur Akropolis. Wir berichten ausführlich darüber im Video zur Akropolis. Die meisten antiken Gebäude der Agora sind nur noch in ihren Grundmauern erhalten. Zwei Architekturen jedoch ragen heraus. Der seit der Antike fast unversehrt erhaltene Hephaistos-Tempel und die als Museumsbau komplett wiedererrichtete Attalos-Doa. Nachdem Griechenland römische Provinz geworden war, versuchte man auch dem städtischen Zentrum Athens ein gewisses römisches Gesicht zu geben. Besonders das Odeon des Agrippa, ein Konzerthaus in der Mitte der Agora, ist dabei erwähnenswert. Mit dem Verbot der heidnischen Kulte durch die Römer und der Umstrukturierung der öffentlichen Verwaltung am Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus verlor die Agora viele Funktionen. So verfielen die Gebäude oder wurden wie Steinbrüche für neue Bauten ausgeschlachtet. Schutt und Müll ließen das Bodenniveau ansteigen und schon nach wenigen Jahrhunderten war, abgesehen von einzelnen aus dem Erdreich aufragenden Ruinen, auf dem antiken Platz kaum noch was zu sehen. Die mittelalterlichen und auch noch spätere Besiedlungen waren eher unbedeutend. Mitten im Gewirr der kleinen Häuser erhob sich hier als einziges größeres Gebäude die um das Jahr 1000 erbaute Apostelkirche. Vom Eingang aus gehen wir jetzt zum Hephaistos-Tempel. Dort beginnen wir unseren Rundgang. Auf dem Weg dahin kommen wir noch am Altar für die 12 olympischen Götter vorbei. Er wurde von einem Enkel des Tyrannen Peisistratos gestiftet. Es sind die Götter, die auch auf dem Ostfries des Parthenon dargestellt sind. Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hephaistos, Athena, Ares, Aphrodite, Hermes und Dionysos. Es gibt Belege dafür, dass der Ort auch eine Zufluchtsstätte für Verfolgte war, die hier vor dem Zugriff persönlicher Feinde oder der Staatsgewalt Schutz fanden. Er markiert auch den zentralen Punkt, von dem aus Entfernungen nach Athen gemessen wurden. Der Hephaistos-Tempel mit seinen 6x13 Säulen stammt vermutlich aus dem Jahrzehnt 450 bis 40 vor Christus. Er ist der am besten erhaltene dorische Tempel in Griechenland. Sogar Teile der Kassettendecke sind unversehrt geblieben. Im 7. Jahrhundert wurde er zu einer christlichen Kirche umgebaut. Diese weitere Nutzung ist auch der Grund für den guten Erhaltungszustand. In seiner Umgebung befanden sich viele Gießereien und metallverarbeitende Handwerke. Deshalb war er auch Hephaistos geweiht, dem Gott der Metallkünstler. Ebenfalls gewidmet war er der Athena Ergane, das heißt der Handwerksgöttin Athena. Daher eigentlich Athena und Hephaistos-Tempel.
So kamen die Ansprüche und das neue Selbstbewusstsein der Handwerker zum Ausdruck, die diese Gottheiten als ihre Beschützer und Förderer verehrten. Sie waren im 5. Jahrhundert zur staatstragenden Klasse geworden und sahen in diesem Tempel einen Ausdruck ihrer Demokratie. Der Tempel steht auf einem stufigen Unterbau. Bemerkenswert ist, dass die obersten beiden Stufen aus Marmor sind, darunter wurde Kalkstein verwendet. Gewöhnlich wird der gesamte Unterbau aus einem Material gebildet. Der Tempel selbst besteht wiederum aus Marmor. Er war von einer Gartenanlage umgeben, die ihrerseits von einer niedrigen Mauer umschlossen wurde. Besonders an seiner zur Agora weisenden Schauseite war der Bau reich mit Skulpturen geschmückt. Hier im östlichen Giebelfeld waren die Vergöttlichung des Herakles und seine Aufnahme in den Götter-Olymp dargestellt. Und auf den 10 reliefierten Metopen fand der Betrachter in Form von Darstellungen der Herakles-Taten den Grund für diese Belohnung des Helden. Auch die jeweils ersten 4 Metopen an den langen Seiten sind mit Reliefs geschmückt, nun aber mit Taten des Theseus, der athenischen Variante des Herakles. Ebenfalls auf Theseus nimmt der die Cella rahmende Relieffries Bezug. Das Westfries zeigt ihn als Teilnehmer an den großen mythischen Kämpfen zwischen Lapiten und Kentauren. In der Mitte sieht man den als unverwundbar geltenden Lapiten Kaineus, der von 2 Kentauren in die Erde gerammt wird. In der Cella befanden sich die geweihten Kultbilder von Hephaistos und Athena, wahrscheinlich ein Werk des berühmten Bildhauers Alkmenes. Vom Tempel haben wir einen schönen Blick auf die Agora. In der Ferne sehen wir die Stoa des Attalos, den Endpunkt unserer Tour. Wenn wir jetzt hinuntergehen, wenden wir uns zuerst nach links, zur Zeus-Stoa. Von dem einstigen Prachtbau ist kaum noch etwas erhalten. Sie wurde um 425 bis 410 vor Christus zu Ehren des Zeus nach den Perserkriegen errichtet. Das war durchaus etwas Besonderes, denn Stoas wurden normalerweise nicht für religiöse Zwecke genutzt, sondern für Promenaden und Versammlungen. Wir werden das noch genauer bei der Attalos-Stoa besprechen. Eine Nike-Statue, die als Fürstschmuck auf der Stoa stand, ist heute im Agora-Museum zu sehen. Links anschließend an die Zeus-Stoa kommen wir zum Tempel für Apollo Patroos, was von den Vätern bedeutet. Er wurde im 4. Jahrhundert vor Christus errichtet. Im Innern des Tempels befand sich eine dem Gott gewidmete Kultstatue. Die vom Bildhauer Euphranor geschaffene Figur ist heute im Agora-Museum ausgestellt. Gehen wir weiter, kommen wir zu einem Komplex mehrerer Gebäude, die wichtige politische Aufgaben hatten. Es ist das Buleuterion, das Metron und die Tholos, ein Rundbau. Und hier in einer Rekonstruktion. Das Buleuterion entstand 403 vor Christus und war wie ein Theater mit 12 ansteigenden Sitzreihen gebaut. Hier tagte das wichtigste ausführende Organ der Beschlüsse der Volksversammlung, der Rat der 500. Seit den demokratischen Reformen wurden alle Beschlüsse über die innen- und außenpolitischen Fragen von der Volksversammlung gefasst. Der Rat der 500 hatte dabei die Aufgabe, Gesetze vorzuschlagen, die dann von allen Bürgern abgestimmt werden konnten. Das alte Buleuterion wurde rund 100 Jahre früher errichtet. Es war fast quadratisch und bestand aus einem länglichen Vorraum und einem Hauptratssaal und verfügte über eine einfache hölzerne Bestuhlung. Heute ist es besser als Metron, Haus der Mutter, bekannt, da es nach dem Bau des neuen Buleuterions als Tempel- und Staatsarchiv umfunktioniert wurde. Das Metron war das Heiligtum der griechischen Muttergöttin, der Meter Theon. Gehen wir jetzt zu Tholos, einem Rundbau von 18 Metern Durchmesser. Er hatte die Funktion eines Prytaneons. Hier tagten die Prytanen, die den Rat der 500 leiteten. Zu ihren Aufgaben gehörte es darüber hinaus, zu den Volksversammlungen einzuladen, die Tagesordnung aufzustellen und die Volksversammlung zu leiten. Sie empfingen ausländische Gesandtschaften, aber auch Bürger der Stadt, wenn diese ein Anliegen hatten. Es waren insgesamt 50 Männer. Sie waren Abgeordnete der einzelnen Stämme Athens. Aus den 50 wurde täglich ein Vorsitzender ernannt. Er hatte zum Beispiel die Schlüssel für die Staatskasse.
Im Prytaneion wurden auch von der Stadt Festbankette für Bürger mit besonderen Verdiensten ausgerichtet. Das entspricht nach heutigen Vorstellungen etwa der Verleihung einer Ehrenbürgerwürde. Hier brannte auch das heilige Feuer der Hestia, der Göttin des häuslichen Herdes. Von diesem Altar nahmen auch die in die Ferne ziehenden Kolonisten, wenn sie Griechenland verließen, ihr Feuer für die künftigen Niederlassungen mit. Die Britanen speisten hier gemeinsam. Das Prytaneion war auch während der Nacht von einigen Britanen besetzt. Schräg gegenüber der Tholos war die bronzene Statuengruppe der 12 eponymen Heroen. Es ist ein Marmorpodium, das die Bronzestatuen der Helden trug, die die Stämme von Athen repräsentierten. Früher waren die Bezirke Athens durch verwandtschaftliche Gruppen, sogenannte Phylen, definiert. Im Zuge der Entwicklung der Demokratie wurden neue Verwaltungseinheiten geschaffen, die eher nach administrativen Gesichtspunkten gegliedert wurden. Diese Verwaltungseinheiten erhielten die Namen legendärer Helden. Um diese Helden entwickelte sich ein sehr starker Kult, der dadurch weit mehr als nur den bloßen Namen der Phylen darstellte. Dies stärkte den Zusammenhalt der Athener. Der über 15 Meter lange Sockel dieses repräsentativen Staatsdenkmals diente auch als Anschlagfläche für öffentliche Bekanntmachungen, wie zum Beispiel die Listen der militärischen Einberufungen oder Entwürfe für neue Gesetze. Gehen wir nun nach Süden, treffen wir auf Gebäude wie die große Mittelstoa und das Volksgericht der Heliaia. Die Mittelstoa entstand um 180 v. Chr. Der 146 Meter lange Bau wurde durch Säulen in zwei Schiffe geteilt und hatte im Inneren keine Räume. Daneben stand die Südstoa, eine einschiffige Halle mit 30 dorischen Säulen. Sie wurde teilweise auf den Fundamenten einer älteren Stoa errichtet. Wie auch bei der Mittelstoa gab es dort keine Räume. Die sogenannte Oststoa verband die beiden Gebäude miteinander. In der umrandeten Fläche tagte das Volksgericht, die Heliaia. Es war das oberste Gericht des antiken Athens. Es bestand aus 6000 Richtern, die jährlich aus den über 30 Jahre alten männlichen Bürgern ausgelost wurden. Das Verfahren dazu erkläre ich anhand der Losmaschine im Agora-Museum. Nicht wählbar war, wer Schulden bei der Staatskasse hatte oder entrechtet war. Die Richter erhielten eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Durch Beschluss der Volksversammlung wurden dem traditionellen Adelsrat, dem Areopag, mit der Durchsetzung der Demokratie die meisten Kompetenzen entzogen und an das Volksgericht übergeben. Lediglich in der Blutgerichtsbarkeit, also bei Mord und Brandstiftung und auf sakralem Gebiet, behielt der Areopag seine Zuständigkeiten, während die Heliaia für fast alle Zivil- und Strafsachen zuständig wurde. Man unterschied zwei Typen von Klagen: öffentliche Klagen und Zivilklagen. Eine öffentliche Klage konnte jeder Bürger einreichen, wenn gegen das Interesse der Allgemeinheit verstoßen worden war. Das waren zum Beispiel Hochverrat, Volksbetrug, aber auch bei Schädigung der Eltern, Ehebruch und Kuppelei. Bei der Zivilklage dagegen konnte nur der Geschädigte die Klage erheben. Und in erster Instanz entschied ein ausgeloster Schiedsrichter. Nur bei Einspruch kam die Angelegenheit vor die Heliaia. Die Sitzungen fanden unter freiem Himmel in diesem abgegrenzten Bereich statt. Zuhörer standen außerhalb. Der vorsitzende Beamte war für die Erfassung der Klagen verantwortlich. Nach einer Voruntersuchung hatte er die Parteien des Rechtsstreits und die Zeugen vorzuladen. Am Morgen des Sitzungstages bestimmte er durch das Los die für die einzelnen Fälle zuständigen Richter. Er legte die Ergebnisse seiner Voruntersuchung vor. Danach wurden Kläger, Beklagter und die Zeugen angehört. Die Parteien plädierten selbst, ohne Unterstützung eines Anwalts. Die Redezeit wurde kontrolliert. Tonbecher mit Öffnungen an ihrem unteren Rand, aus denen das Wasser in ein zweites Gefäß floss, wurden als Zeitmesser verwendet. Sie sind im Agora-Museum ausgestellt. Bei öffentlichen Klagen durfte jede Partei 3 Stunden sprechen, weil nur ein Fall pro Tag auf der Tagesordnung stand. Bei Zivilklagen konnten für einen Tag 4 Fälle vorgesehen werden. Über die zu fällenden Entscheidungen wurde abgestimmt. Die Richter konnten sich während des Abstimmungsvorgangs untereinander besprechen.
Bei der Abstimmung legten die Richter ihre Stimmscheiben aus Bronze in die Urnen. Bei Stimmengleichheit war die Klage abgewiesen. Über das Strafmaß wurde erforderlichenfalls in einer zweiten Abstimmung entschieden. Es konnten Geldstrafen oder Körperstrafen, wie auch die Todesstrafe oder der Verlust der Bürgerrechte, bisweilen in Verbindung mit Enteignung und die Verbannung verhängt werden. Bei einer öffentlichen Klage fiel die Geldbuße oder der strittige Besitz der Staatskasse zu, wenn der Angeklagte den Prozess verlor, wobei auch der Kläger am konfiszierten Vermögen beteiligt wurde. Bei einer Zivilklage stand dem Prozessgewinner die verhängte Geldbuße bzw. das Gut, um das geklagt worden war, zu. Ein sehr prominenter Prozess war ja das Verfahren gegen Sokrates. Er wurde im Jahr 399 v. Chr. Ja der Gottlosigkeit angeklagt. Das Gericht befand ihn mit 281 zu 220 Stimmen schuldig und verurteilte ihn in einer weiteren Abstimmung mit 361 Stimmen zum Tode. Die Verhandlung aber fand vermutlich nicht hier, sondern in der Stoa Basileios statt, die wir gegen Ende besuchen. Gehen wir nun zum Odeon des Agrippa. Es war ein großes Gebäude in der Mitte der Agora und um 20 v. Chr., also in römischer Zeit, erbaut. Im Laufe der Jahrhunderte war die Zahl der Bauten auf der Agora zwar immer mehr angewachsen, doch war der Platz in der Mitte weitgehend unbebaut geblieben. Erst Augustus und sein Familienclan setzte diesem Zustand ein Ende. Der römische Statthalter Marcus Agrippa, der Schwiegersohn von Augustus, ließ eine gewaltige, überdachte Konzerthalle, ein Odeon, errichten. Es enthielt einen quadratischen Saal mit einer Bühne und Sitzreihen für etwa 1000 Zuschauer. Um 150 nach Christus stürzte das Dach ein und das Gebäude wurde nach einem neuen Plan wieder aufgebaut. Ein wichtiges Merkmal des neuen Gebäudes war eine Reihe von Skulpturen anstelle von Säulen, die das Vorhallendach trugen. Bei diesen Skulpturen handelte es sich um drei Tritonen. Das sind Mischwesen mit einem Unterkörper aus Schwanzflosse. Und drei Giganten, Mischwesen mit Schlangenbeinen. Drei der Figuren stehen noch. Tritonköpfe sind im Agora-Museum ausgestellt. Doch das neue Gebäude überdauerte nur wenige Jahrzehnte. Nach seiner Zerstörung, gegen Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus, entstand eine neue Anlage. Man ist sich nicht ganz einig, ob es sich um eine Sporthalle oder einen Palast handelte. Sicher ist jedoch, dass vier der sechs Statuen der Giganten und Tritonen des alten Gebäudes ein wesentlicher Bestandteil seiner Fassade wurden. Aus diesem Grund nennen wir ihn heute Gymnasium oder Palast der Riesen. Den Abschluss unseres Rundgangs auf der Agora bildet die Attalos-Doa. Sie wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von amerikanischen Archäologen unter Verwendung aller noch auffindbaren Originalteile vollständig rekonstruiert. Bei diesem groß angelegten Experiment wurde der komplette antike Bauvorgang simuliert und viele neue Erkenntnisse über das antike Bauwesen gewonnen. Vom Materialtransport und dem Zeitaufwand für das Kannelieren einer Säule bis zur Koordination der Handwerkergruppen. Der Bau stammt von Attalos II., dem König von Pergamon. Die Stoa zeigt exemplarisch, wie in hellenistischer Zeit Athen zur Bühne für die Selbstdarstellung ortsfremder Herrscher wurde. Besonders die Könige von Pergamon stilisierten sich zu kulturellen Erben der alten Athener. Schon König Eumenes, der Vorgänger von Attalos, hatte zur Unterstreichung dieser Selbstsicht am Südabhang der Akropolis eine große Halle gestiftet. Wir berichten darüber im Video zur Akropolis. Als um die Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus Attalos II. Seine Halle auf der Agora errichten und sich in einer großen Bauinschrift als Gönner Athens feiern ließ, war er mit einer solchen Maßnahme indessen nicht der Einzige am Platz, sondern befand sich in Konkurrenz mit anderen Herrschern. Auch die Mittelstoa, an der wir gerade vorbeigegangen sind, war eine Stiftung der Ptolemäerkönige aus Ägypten. Mit 112 Meter Länge ist die Stoa im Vergleich zu anderen Hallenbauten dieser Epoche nicht besonders groß. Verschiedene Säulenordnungen geben der Halle ein abwechslungsreiches Aussehen. Unten dorische Säulen und oben ionische,
mit dekorativen Balustraden dazwischen. Unten stehen die inneren Säulen weiter auseinander und haben ionische Kapitelle. Im oberen Stockwerk sind die inneren Säulen mit Palmblattkapitellen bekrönt. 21 gleich große, fast quadratische Räume bilden den rückwärtigen Bereich. Auffällig ist, dass die Außensäulen mit ihrem unteren Drittel unkanneliert geblieben sind. Es wurde deshalb angenommen, dass in der Halle ein reger Marktbetrieb mit stetem Kommen und Gehen geherrscht haben müsse. Das Fehlen der Kanneluren habe Beschädigungen an den Säulen verhindert. Heute ist hier das Agora-Museum beheimatet. Interessant ist zum Beispiel ein Kleroterion, eine Losmaschine zur Vergabe öffentlicher Ämter. Das konnten zum Beispiel die erwähnten Richter sein. Ein Kleroterion war ein steinerner Block mit Reihen von Schlitzen. Ich erkläre das Verfahren an einer modernen Nachbildung. Man sieht also eine Reihe von Schlitzen. An der Seite des Loskastens befindet sich eine eingelassene Röhre mit einem Trichter am oberen Ende. Nun werden die Namenstäfelchen in zufälliger Reihenfolge in die Spalten gesteckt. Es werden so viele Täfelchen gesteckt, wie sich Personen für ein Amt aufstellen lassen wollen. Das sind jetzt insgesamt zum Beispiel 100 Leute. Nun stehen aber nur 50 Ämter zur Verfügung. Da immer für eine ganze Reihe zusammengelost wird, nimmt man nun 10 weiße Kugeln und 10 schwarze und füllt sie oben in einen Trichter. Die Kugeln fielen nacheinander durch das seitliche Rohr nach unten. War die erste Kugel, die unten ankam, weiß, dann waren die Personen der oberen Reihe alle gelost. War die Kugel schwarz, so waren alle Namen der oberen Reihe ausgeschieden. Dann wurde für die nächste Reihe gelost. Fiel dieses Mal eine weiße Kugel unten heraus, waren alle 5 Personen dieser Reihe ausgewählt. Im Museum werden auch Scherben für das berühmte Scherbengericht ausgestellt. Eine davon trägt den Namen des Themistokles. Themistokles war ein Staatsmann und Feldherr Athens während der Bedrohung Griechenlands durch die Perser. Er wurde zum Sieger der Schlacht von Salamis, bei der die Perser entscheidend geschlagen wurden. Nach dem erfolgreichen Kriegsende war er die treibende Kraft für das Zustandekommen des Attischen Seebunds, bei dem sich viele Städte unter der Führung Athens zu einem Schutzbündnis gegen die Perser zusammenschlossen. Wir berichten ausführlich dazu im Video zur Geschichte. Doch weshalb verscherzte er es sich mit den Athenern? Nun, man warf ihm unter anderem vor der Schlacht bei Salamis die Stadt Athen unnötig den Persern ausgeliefert zu haben. Diese hatten ja dann Teile der Stadt und die Akropolis zerstört. So kam es, dass er durch das Scherbengericht aus Athen verbannt wurde. Gezeigt werden aber auch Utensilien des täglichen Gebrauchs, wie eine in einem Grab gefundene Toilette für ein kleines Kind. Wenn wir nun wieder auf dem Panathenäischen Weg zum Eingang zurückgehen, kommen wir auch an einer Stelle vorbei, an der das Ende zweier Tyrannen eingeläutet wurde. Als der Festzug der großen Panathenäen des Jahres 514 v. Chr. Mit den beiden Tyrannen Hippias und Hipparch die Agora in Richtung Akropolis passierte, verübten 2 adlige Männer aus persönlichen und nicht aus politischen Motiven einen Anschlag auf das Brüderpaar, dem allerdings nur Hipparch zum Opfer fiel. Die beiden Attentäter, Harmodios und Aristogeiton, ließen bei dieser Tat ihr Leben. Hippias regierte zunächst weiter, wurde aber dann aus Athen vertrieben. Die neu etablierte Demokratie stilisierte die beiden Täter alsbald zu Befreiern vom Tyrannenjoch und setzte ihnen hier ein Denkmal. 2 Bronzestatuen stellten die beiden als nackte Heroen in Angriffsstellung dar, während ihre Gegner nicht mit ins Bild gesetzt waren. Es handelt sich hierbei um römische Nachbildungen. Gehen wir noch zu 2 Gebäuden, die heute außerhalb des Agora-Geländes liegen. Wenn wir am Ausgang auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln, können wir noch einen Blick auf die Stoa Poikile, das heißt die bunte Halle, werfen. Durch literarische Beschreibungen sind uns die berühmten mythologischen und historischen Gemälde im Innern überliefert. Sie wurde um 460 v. Chr. Errichtet. Hier lehrten auch Philosophen, einige sprachen zu ihren Anhängern, während sie in der Stoa auf und ab gingen, aber es gab auch Bänke, auf denen man sitzen und Vorlesungen anhören konnte.
In der römischen Kaiserzeit war es auch ein Ort der Straßenunterhaltung. So wird von Schwertschluckern und Turnern berichtet. Am berühmtesten sind jedoch die Gemälde, die zwar nicht erhalten sind, aber von vielen Autoren erwähnt werden, insbesondere von dem antiken Reiseschriftsteller Pausanias. Diese Gemälde befanden sich wahrscheinlich auf Holztafeln an der Rückwand der Stoa. Am häufigsten erwähnt wird dabei ein Gemälde, das die Schlacht von Marathon zeigt. Was war geschehen? Im 6. Jahrhundert vor Christus hatte das Perserreich sein Herrschaftsgebiet bis an die Westküste Kleinasiens ausgedehnt. Dabei wurden auch griechische Städte unterworfen. Als Reaktion brachen in Milet und anderen griechischen Städten Aufstände aus. Sie wurden von den Persern zunächst noch gewaltsam niedergeschlagen. Da Athen die Städte militärisch unterstützt hatte, rief der persische Großkönig Dareios I. zu einer Strafexpedition gegen die Athener auf. Die Perser landeten schließlich an einer Bucht in Marathon. Es kam zum Kampf und Athen siegte. Es entstand bald die Legende, dass der athenische Läufer Pheidippides nach ca. 40 Kilometern die Nachricht vom Sieg über die Perser überbracht haben soll. Auf diesem Mythos beruht der Marathonlauf. Das Gemälde der Schlacht wird von Pausanias beschrieben. Am rechten Bildrand sind die Athener, gegenüber am linken Bildrand die persischen Schiffe. Dazwischen tobt der Kampf. Dabei unterliegen die persischen Soldaten. Herausgehoben sind zum Beispiel Kallimachos, der von den Athenern zum Oberbefehlshaber gewählt worden war, und Miltiades, einer der Feldherren. Oben sind die griechischen Götter aufgereiht. Wechseln wir noch einmal die Straßenseite, können wir Reste der Stoa Basileios erkennen. Diese königliche Halle war das Amtslokal eines jährlich gewählten Archonten, des Archon Basileus, der für sakrale und rechtliche Angelegenheiten zuständig war. Wir erzählen die genauen Zusammenhänge im Video zur Geschichte der Stadt. Vermutlich fand hier 399 vor Christus der Prozess gegen Sokrates statt. Bevor wir unseren Rundgang beenden, machen wir noch einen Abstecher zu den drei benachbarten Hügeln, dem Areopag, dem Nymphenhügel mit der Pnyx und dem Musenhügel. Sie sind nicht von der modernen Stadt überbaut und bieten besonders nachmittags und abends wundervolle Aussichten auf die Akropolis. Anschließend an die Agora stößt man zunächst auf den Areopag. Dieser legendäre Hügel spielte in der Frühgeschichte Athens eine wichtige Rolle. Hier tagte der Adelsrat und bestimmte die Geschicke der Stadt, bis er im Lauf des 6. Jahrhunderts vor Christus politisch immer mehr entmachtet und schließlich in seiner Funktion ganz auf die Strafgerichtsbarkeit eingeschränkt wurde. Schon in mykenischer Zeit soll sich hier ein bedeutender Gerichtsprozess abgespielt haben. Agamemnon, in der griechischen Mythologie der Herrscher von Mykene und Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg, hatte einen Sohn, Orest, und mehrere Töchter. Da er 10 Jahre von zu Hause fortblieb, war seine Frau Klytämnestra ein Verhältnis mit Aigisthos eingegangen. Als Agamemnon wider Erwarten nach dem erfolgreichen Kampf um Troja heimkehrte, ermordeten sie ihn. Orest wollte nun die Ermordung des Vaters rächen und tötete seine Mutter und deren Liebhaber. Hier auf dem Areopag wurde seine Tat verhandelt. 2 rechtliche Möglichkeiten standen sich hier gegenüber. Einerseits der Schutz der Mutter, andererseits die Bestrafung des ursprünglichen Mordes am Vater. Im Prozess plädierte die Göttin der Stadt Athene zu seinen Gunsten. Ihre Stimme gab den Ausschlag, Orest wurde freigesprochen. Der griechische Dichter Aeschylus verarbeitete den Stoff in einer berühmten Tragödie, die bei ihrer Erstaufführung im Jahr 458 vor Christus in Athen den Siegespreis gewann. Wir berichten von den Ereignissen auch im Video zu Mykene. Aus christlicher Zeit ist ein weiteres Ereignis bekannt. Der Apostel Paulus hielt hier im Jahr 50 seine berühmte, in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel überlieferte Rede an die Athener. Dabei stellte er den heidnischen Polytheismus als eine nun endlich überwundene Vorstufe zum jüdisch-christlichen Glauben an einen einzigen Gott dar. Eine Bronzetafel neben den Stufen enthält den Text. Nur wenige Schritte entfernt, am Ostabhang des Nymphenhügels,
war das politische Zentrum des demokratischen Athens, die Pnyx. Es war der Tagungsort der Volksversammlung. Die in den Kalkfelsen eingetiefte, über 20.000 Menschen fassende theaterähnliche Anlage ist in ihrer Grundform im Gelände noch gut erkennbar. Seit dem 18. Jahrhundert präsentieren Reiseführer am Fuß des Musenhügels zwei Stätten, als das Grab des Kimon und das Gefängnis des Sokrates. Kimon war ein athenischer Politiker und Feldherr im 5. Jahrhundert vor Christus, Sohn des Miltiades, des Kriegers der Schlacht bei Marathon. Doch das Kimon-Grab stammt wohl erst aus römischer Zeit. Beim Gefängnis des Sokrates handelt es sich um eines der in dieser Gegend zahlreichen, in den Felsen eingetieften antiken Häuser, ohne dass sich mit diesem Platz irgendeine Verbindung zum Tod des berühmten Philosophen herstellen ließe. Sehenswert ist auch das in den Jahren 114 bis 16 nach Christus errichtete Philopappos-Monument, das Grabmal des Caius Iulius Philopappos, ein Königsspross aus Syrien. Es befindet sich auf dem Gipfel des Musenhügels. Der Mann bekleidete hohe Ehrenämter in Athen und wurde sogar zum Konsul in Rom gewählt. Dieses Ereignis feiert auch der plastische Schmuck des Monuments. Man sieht im unteren Fries Philopappos auf einem Vierspänner bei seiner Amtseinführung als Konsul. In der mittleren Bogennische darüber thront er als Ganzfigur, flankiert von politisch einflussreichen Ahnen seiner Familie. Die rechte Seite ist heute weggebrochen. Damit sind wir am Ende unseres Rundgangs angelangt. Weitere Videos zu Griechenland und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Insight in der Playlist. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.